herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es endlich weiter mit dem Trommelwirbel Canyon Sander Projekt. Ja, ich habe richtig Bock, auch wenn das Video ein bisschen chaotisch wird, weil wir das Video an mehreren Tagen gedreht haben, beziehungsweise war ich an einigen Tagen auch nicht ganz gesund, da war ich ein bisschen erkältet. Also falls ich mich an ein paar Stellen im Video ein bisschen erkältet anhöre, damit müsst ihr klarkommen. Genau, aber ansonsten, jetzt aktuell bin ich übrigens wieder kerngesund und habe auf jeden Fall richtig Bock. Was werden wir heute machen? Wir werden einerseits den Rahmen, die ganzen Aufkleber, die dran sind, ganzen Klebereste, alles was da so noch, sag ich mal, montiert ist, werden wir demontieren, werden wir abmachen, werden wir reinigen. Weil wir wollen ja den Rahmen dann irgendwann auch mal zum Pulverbeschichten geben, beziehungsweise zum Glasperlenstrahlen, weil der soll ja komplett neu lackiert werden. Und damit wir das machen können, müssen wir uns vorher trotzdem noch um einige Sachen kümmern. Es sind auch noch ein paar Defekte an dem Rahmen vorhanden, um die wir uns kümmern müssen. Da auf jeden Fall auch ein Riesendank an denjenigen, der uns das letzte Video geschrieben hat, dass ein Riss in der Einstrebe drin ist. Den haben wir jetzt auch lokalisieren können. Und tatsächlich ist es so, dass das Bauteil jetzt bei jemandem ist, der, sage ich mal, ja, der ist sehr spezialisiert, was das Aluschweißen angeht. Und bei der Firma ist das Teil gerade und wird, sage ich mal, neu geschweißt, dass das dann auch wieder hält und ja, einfach heil ist. Ich meine, da das Ganze ja dann eh ist, Glasperlen gestrahlt wird und neu lackiert wird, ist es auch wurscht, dass da dann rumgeschweißt worden ist. Das wird man wahrscheinlich sogar dann gar nicht mehr sehen. Genau, ansonsten werde ich euch heute in dem Video auch mal zeigen, wie man Lager auspresst. Ich werde euch einmal an so einer Schwinge zeigen, wie man die Lager auspresst, beziehungsweise an der Umlenkung, diese großen Lager. Und auch hier an dem Hauptrahmen. Sie sind jetzt schon raus, weil das halt an einem anderen Tag schon gedreht worden ist. Das werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Aber ich würde sagen, jetzt als allererstes schneide ich euch noch mal ein bisschen was zusammen, wenn wir das Ding sauber machen, auseinanderbauen und vor allem die ganzen Kleberückstände entfernen. Und dann geht's weiter mit dem Lager auspressen. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Wir starten durch. Let's go. Always pulls me in, and I feel so lost, and I feel so down. No, this pain won't stop with my face up on the ground. And I wish I could drop and just make myself drown in the life that is not. Yeah, you always let me down. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. You left me outside in the cold again. I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. Wir werden jetzt hier mal bei der Umlenkung die Lager auspressen. Das ist natürlich immer so eine Sache, weil wir müssen natürlich aufpassen, dass wir unsere Umlenkung an sich hier nicht kaputt machen. Und in den meisten Fällen sind diese ganzen Umlenkungen ja auch nicht gerade schraubstockfreundlichst gebaut. Deshalb muss man mal gucken, wie man es macht. Also was ich als allererstes immer mal mache, ist quasi das Lager hier so ein bisschen lösen. Also wir haben ja hier, hier außen noch so ein bisschen eine Kante. Ne? Also wir können ja quasi hier können wir ja einspannen, ohne dass wir da Probleme kriegen. Und zwar gibt es dann extra auch zum Einpressen so verschiedenste Adapter. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch einfach eine Nuss nehmen. Ihr müsst halt schauen, dass es hier mit der Größe hinhaut. Ne? Wenn man jetzt hier zum Beispiel so eine, jetzt haben wir hier 16er Nuss, die könnt ihr hier anliegen, in den Schraubstock rein und dann schon mal leicht auspressen. Was ich jetzt mache, ich mache meinen Adapter hier drauf, dann mache ich meinen Schraubstock ein bisschen auf und dann drücke ich das Lager schon mal so weit raus, wie es, sage ich einmal, geht. Ja, und es sitzt auch ganz schön fest. Jetzt kommt's. So, jetzt hat es schon mal so einen ersten Schwung macht. Jetzt ist es quasi bis hier außen schon mal raus. Und jetzt hat, also es ist natürlich jetzt schon so, am optimalsten wäre es natürlich, wenn wir irgendeine Hülse hätten, die wir hier so drauflegen können, uns dann rausklopfen können. Aber hier ist halt fast kein Platz. Also ich vermute mal so bei der Produktion haben die da sicher irgendwelche Tools, wo die das einspannen können und dann, beziehungsweise die müssen das ja gar nicht auspressen, die pressen es ja nur ein. Also einpressen wird dann eh einfach. Genau, also was wir jetzt machen, wir müssen das halt hier vorsichtig mal einspannen, ganz vorsichtig, nur dass es fixiert ist, dass es halt nicht weg kann, dass man halt auf gar keinen Fall hier irgendwas, sage ich mal, verbiegen. Wenn ihr jetzt hier, also in unserem Fall ist ja jetzt der Lack wurscht, weil wir tun das ja dann noch
Glasperlenstrahlen und neu pulvern. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel an einem Rahmen macht, wo der Lack jetzt danach nicht gewechselt wird, würde ich halt hier noch vielleicht einfach so wegen irgendein Tuch oder so dazwischen, dann kann da auch nichts passieren. Genau, und dann nehme ich hier einfach wieder meinen Adapter, stecke den von hier hinten drauf. Dann habe ich hier noch so ein, ja, so ein Auspresswerkzeug von Buchsen vom Dämpfer. Und dann kann ich das wegen festhalten und klopfe hier hinten drauf und tue das so vorsichtig lösen. Ja, okay, das war's jetzt schon. Also brauchte man jetzt gar nicht mehr so viel Kraft. Normalfall, wenn so das erste Stück vom Lager schon mal ein Stück raus ist, dann lässt sich's einfach relativ einfach auspressen. Ne? Genau. Und bei dem großen hier auf der Rückseite ist es genauso. Nur, dass ich da halt einen größeren Adapter nehme. Gehe hier rein. Machen wir den erst wieder ein bisschen lose, das Lager. So. Jetzt liegt es quasi hier vorne bündig an. Dann spannen wir das hier vorsichtig ein, nehmen unseren Adapter und dann klopfen wir hier. Und schon haben wir beide Lager demontiert. Jetzt machen wir hier noch den Lagersitz schön sauber. Und dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal diesen Aufkleber hier runter. Ha, so weiß sah es am Anfang mal aus. Sieht man das? Ja, wahrscheinlich nicht so richtig. Jetzt ist dann nur wichtig, wenn man das Ganze dann Sand strahlt, dass man hier innen die Fläche ein bisschen abklebt, die nicht mitstrahlt, weil das ist ja eine Passung. Und auch beim Pulvern dann, die dürfen wir natürlich nicht mitpulvern. Ne? Das müssen wir halt dann unserem Pulverbeschichter sagen, dass der da drauf achtet, weil sonst haben wir ein Problem. Genau, jetzt können wir hier nochmal schauen. Also das Lager hier geht tatsächlich noch relativ gut. Das ist jetzt von der anderen Schwinge. Und das, was wir eben ausgepresst haben, ist das hier. Und das ist wirklich komplett hart, ne? Also du kannst es hier auch noch nicht einmal drehen, ne? Also die sind wirklich durch, die müssen auf jeden Fall getauscht werden. Jetzt machen wir mal hier in unserem Hauptrahmen weiter. Ich habe jetzt hier oben schon mal wegen die Gewindegänge alles schön sauber gemacht. Auch hier unten für das BSA-Innenlager wegen sauber gemacht. Und ja, jetzt müssen wir natürlich noch die beiden Lager auspressen. Die sitzen auf jeden Fall auch bombenfest und lassen sich kaum noch drehen. Hier drin ist jetzt so eine Hülse drin, die steckt quasi hin. Die kann man, wenn man da reingeht, mit dem Finger, das merkt man auch, das ist eigentlich bei allen Rahmen so leicht, nach rechts und links bewegen. Die Hülse schützt quasi davor, dass der Dreck nicht von außen an, sage ich mal, unsere Verschraubung kommt. Die drücken wir halt jetzt zum Beispiel einfach nach unten. Wir müssen hier nochmal ein wenig festmachen. So, jetzt ist die Hülse unten. Und jetzt können wir quasi hier unten dann mit unserem Werkzeug beziehungsweise halt mit unserem Austreiber ansetzen. Dann gehen wir hier quasi rein. Dann liegen wir ja unten an der also hier an der Innenkante vom Lager an. Und dann können wir hier dagegen klopfen. So, jetzt sieht man schon, jetzt hat es sich hier leicht gelöst. Jetzt schieben wir die Hülse nach oben. Kann man manchmal wegen mit dem. Kann jetzt sein, dass das ein bisschen schwerer geht, weil es ja jetzt schon leicht verkantet ist. Und dann klopfen wir quasi von oben dagegen. So, jetzt ist unsere Hülse schon komplett locker. Das ist gut. Jetzt kommen wir auch schön ans Lager ran. Jetzt ist das Lager raus. Jetzt können wir dann von der Seite auch die Hülse rausnehmen. Schaut so aus. Ja. Die steckt hier drin. Wieso hat die hier eigentlich eine Bohrung? Das ist aber eine gute Frage. Das ist doch eigentlich voll sinnlos. Warum hat die da eine Bohrung? Und ihr seht schon, hier ist richtig schön Dreck dran. Ne? Also normalerweise sollte sie geschlossen sein, damit eben kein Dreck reinkommt. Warum Canyon Bikes jetzt hier eine Bohrung gemacht hat, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Wobei der Rahmen an der Stelle tatsächlich komplett geschlossen ist. Also ist eh fraglich. Hä, wie kommt der Dreck da überhaupt rein? Weil hier drinnen ist es komplett zu. Das ist ja interessant. Also der Dreck muss von außen irgendwie reingekommen sein. Ist das interessant. Jetzt das andere Lager auf der anderen Seite klopfen wir genauso raus. Und dann machen wir hier den Lagersitz schön sauber. Und dann sind wir hier eigentlich schon fast fertig. So, jetzt sprühen wir das Ganze hier mal schön mit Bike-Reiniger ein. Und machen das schön sauber. Was da an Dreck drin ist, ey, das ist ja der Wahnsinn. Naja, wenn man halt das Bike nie mal gescheit sauber macht, ne, und der Dreck da immer dran bleibt, dann wandert der immer weiter rein in so einen Rahmen. Ne? So schaut das Ganze jetzt aus.
Ja, also ich weiß nicht, irgendwie wurde hier ziemlich gepfuscht. Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Weil hier innen auch, man merkt so richtig, dass es innen raus. Ich vermute mal, die haben da irgendwie mal die Lager schon mal gewechselt, aber irgendwie falsch ausgepresst. Keine Ahnung. Boah, da ist einfach immer noch Dreck drin. Es wird einfach nicht sauber. Aber Leute, ich frage mich ernsthaft, wie der Dreck hier reinkommt. Weil es ist hier wirklich ein komplett geschlossenes Rohr eigentlich. Also sehr mysteriös, wie da so viel Dreck reinkommen kann. Die Lagersitze schauen jetzt auch nicht so hammermäßig aus, aber es wird funktionieren. So, Freunde der Sonne, jetzt neuer Tag. Ich sehe wieder etwas anders aus und klinge auf einmal auch wieder gesund. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall nochmal wir müssen da ein paar Dinge besprechen, weil es sind doch einige Problemchen aufgetreten an dem Rahmen und da möchte ich euch einfach voll mit reinnehmen, weil ich meine, es wäre langweilig, wenn wir das Ding jetzt einfach zerlegen und wegschicken. Ja? Das wäre dann auch ein bisschen komisch, weil es so günstig an den Rahmen zu kommen und dann keine Fails zu haben, wäre komisch. Also ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, das eine Teil ist tatsächlich ein kleiner Riss gewesen an der Schweißnaht. Das Bauteil ist jetzt mittlerweile auch schon beim Schweißen. Ich habe es leider nicht geschafft, beziehungsweise vergessen, das nochmal zu filmen. Das ging dann doch alles recht zügig, aber wenn das Teil wieder da ist, werde ich auf jeden Fall in einem anderen Video, wo wir beim Projekt weitermachen, euch das nochmal zeigen, was dann da auch geschweißt worden ist. Das heißt, ich zeige euch jetzt nochmal so ein paar andere Sachen, die wir, bevor das Ganze zum Glasperlenstrahlen geht, noch machen müssen. Also einen Punkt haben wir jetzt auch schon ein paar Mal in dem Video gehabt, beziehungsweise ich glaube im letzten Video habe ich schon angekündigt, dass hier eins von diesen Gewinden, also das Gewinde hier ist soweit in Ordnung, aber das Gewinde hier, wo ja, sage ich mal, dann diese Umlenkung hier dann auch dran hängt, das ist ein bisschen verdrückt, das werden wir auf jeden Fall nachschneiden müssen. Da bin ich gerade noch am Schauen, dass wir da einen passenden Gewindeschneider organisieren, beziehungsweise es gibt so Gewindefeilen, da sind dann, sage ich mal, verschiedene Steigungen einfach, dann kann man das wieder so ein bisschen hinfeilen, weil wir müssen das ja jetzt nicht komplett neu schneiden. Das ist ja nur an der einen Stelle ein bisschen verdrückt und da müssen wir halt dann mit der Gewindefeile ein paar Mal durchgehen und dann hoffe ich, dass wir es wieder hinkriegen. Wenn die Gewindefeilen da sind, weil ich habe die jetzt aktuell nicht hier, dann mache ich da auch nochmal ein Video und zeige euch das. Genau, also das müssen wir hier machen. Ansonsten ist hier eigentlich soweit alles I.O. Hier habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen den Gewinde ganz sauber gemacht. Die Lager haben wir jetzt heute, beziehungsweise ihr seht es jetzt heute, also in dem Video, ausgepresst. Genau, aber sonst ist jetzt hier soweit alles in Ordnung. Das kann dann eigentlich so, sage ich mal, zum Glasperlen strahlen. Wird echt interessant. Beim letzten Mal, ich habe ja meinen Radon Swoop schon mal strahlen lassen und lackieren. Da wurde leider nicht so sauber abgeklebt. Diesmal werde ich da ein bisschen mehr drauf achten, beziehungsweise einfach im Vornherein das besser kommunizieren und dann auch mit demjenigen drüber reden, was er selber macht oder was ich halt dann abkleben soll. Das werden wir sehen. Ja. Dann diese beiden Umlenkungen hier, die sind eigentlich soweit auch in Ordnung. Die Lager sind raus. Das Ganze muss dann halt hier innen abgeklebt werden. Gasperlen strahlen, lackieren, fertig. Wo wir allerdings noch auf sehr große Probleme gestoßen sind, ist bei dieser Schwinge hier. Das wird noch spannend. Also diese beiden Gewinde hier sind in Ordnung. Hier hinten die Aufnahme vom Hinterrad, alles, sage ich mal, in bester Ordnung. Auch keine Risse oder irgendwas. Bei dem Teil wäre es nämlich wirklich, also Worst Case wäre zum Beispiel, wenn die Strebe hier einfach entzweit. Da ist auf jeden Fall wichtig, dass da alles in Ordnung ist. Was hier aber einerseits ein Problem ist, das sind hier diese Lagersitze. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr mal rumkommt. So sollte der Lagersitz eigentlich ausschauen. Ist jetzt nicht ganz optimal, aber so ist okay. Ne? Das Lager wird hier eingepresst und liegt dann hier auf der Innenkante an. Ja, und ich weiß nicht, was hier der Vorbesitzer gemacht hat. Es sieht übelst aus. Hier werden wir auf jeden Fall mit der Feile, sage ich mal, ein paar Mal durchgehen, dass es hier innen wieder schön glatt ist. Und auch hier, es wird funktionieren, es ist nicht optimal. Man muss halt auf jeden Fall beim Einpressen dann schauen, dass das Lager wirklich richtig drin liegt. Weil sonst könnte das hier echt problematisch werden, wenn hier gar keine Notwehr wäre und das Lager nach innen wandern kann. Deshalb, das ist hier halt nicht so schön. Und auch hier, auf der Seite hier, sieht es auch nicht so schön aus. Also das ist nicht so optimal, ich meine, das können wir wieder ein bisschen aufbereiten, aber das werden wir jetzt nicht so hinkriegen, dass das, sage ich mal, wie neu ausschaut. Aber ich sage mal, was die Funktion angeht, wenn das Lager dann richtig eingepresst ist, im richtigen Abstand, dann wird es funktionieren.
Aber ich zeige es euch auf jeden Fall auch mal. Genau. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch noch zu einem saftigen Problem. Das ist die Dämpferaufnahme. Also prinzipiell ist es ja so, dass das irgendwie hier so dranhängt. Ne? Und der Dämpfer ist dann quasi hier drin und ist ein Turnierbaumdämpfer hier befestigt. Hier kommen so Gleitbuchsen rein, die können wir nachbestellen, ist kein Problem. Und dann kommen hier halt zwei Schrauben durch und da hängt der Dämpfer. Also hier die Befestigung, kein Problem, alles super. Hier allerdings ist es eigentlich so, dass hier eine Schraube durchkommt. Der Dämpfer wird quasi eingesetzt, Schraube durch, festschrauben, fertig. Problem ist allerdings, hier ist kein Gewinde. Und es sieht meiner Meinung nach so aus, wenn die Schraube komplett am Popo war und dann rausgebohrt worden ist. So sieht es meines Empfindens aus. Das heißt, ich habe tatsächlich mittlerweile mal die Schraube, die da eigentlich reingekommen, organisiert. Die schaut so aus. Und die würde normalerweise hier reinkommen und das Ganze dann festschrauben. Oder von der anderen Seite, je nachdem. Aber hier ist einfach, also hier ist gar nichts. Hier ist kein Gewinde. Die wackelt hier einfach so drin rum. Also es gibt keine Möglichkeit, das festzuschrauben. Hier müssen wir tatsächlich sehr aktiv werden und uns was bauen. Mein Plan ist folgender. Wir bohren das hier erstmal auf, nur minimal, halt, dass wir ein Durchgangsloch haben im gleichen Durchmesser, bohren wir es auf. Und dann werden wir zwei Aluhülsen bauen, beziehungsweise Adapter, sage ich mal, die wir von beiden Seiten dann einpressen. Auf der einen Seite ist dann quasi das Gewinde für diese Schraube drin und auf der anderen Seite quasi das Gegenstück zu dem Kopf, dass wir das dann quasi hier ganz normal reinschrauben können, festschrauben können. Da werden wir was drehen, werden das dann einpressen mit, müssen wir mal gucken, welchen Kleber wir da nehmen, auf jeden Fall mit einem hochwertigen Kleber dann verkleben. Also am besten irgendein Metallkleber für Alu. Und dann zusätzlich hier, weil hier war nämlich auch schon mal irgendwie eine Madenschraube drin, mit einer Madenschraube sichern. Dann funktioniert es auch wieder und dann kann man das, sage ich mal, auch bedenkenlos fahren. Aber da müssen wir halt jetzt auf jeden Fall ein bisschen Arbeit und Zeit reinstecken. Aber das macht eigentlich das Projekt auch aus. Das wäre ja irgendwie ein bisschen langweilig, wenn wir hier keine Problemchen hätten, weil dann könnte das ja jeder. Ne? Weil ich sag's mal so, wenn wir das nicht können, dann gibt es nicht viele, die es vielleicht könnten. Also da werden wir auf jeden Fall uns was überlegen und wenn ich da dann soweit bin, zeigen wir euch das. Also ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall noch einiges zu tun, aber ich denke, das wird spannend, das wird cool und ich bin einfach mega gespannt, so wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt und ich glaube, das Coolste an so einem Projekt ist dann einfach, wenn es dann irgendwann fertig ist und man sieht so, weil wisst ihr, der Moment, wenn ich dann hier so stehe und diesen fertigen Rahmen in der Hand halte, so alle Lager neu sind, alles funktioniert, ein Dämpfer ist drin, und der Rahmen ist quasi komplett fertig, so eine Art Frame-Kit. Und dann kann man ein Bike aufbauen. Das ist so, wenn dieser Moment ist, das ist dann so dieser Moment, wo man sich am Ende vom Projekt denkt, geil, es hat sich gelohnt. Ja, okay, so viel zu dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ihr merkt schon, es ist viel zu tun. Freut euch auf das nächste Video zu dem Projekt. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen dauert. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar andere interessante Sachen geplant, beziehungsweise sind da am Produzieren. Teil 2 von dem RockShox Boxer Gabelservice, die absolut am Limit war, kommt auf jeden Fall demnächst raus. Dann haben wir einen kompletten Dämpferservice von dem RockShox Super Deluxe Ultimate Dämpfer gedreht. Das wird auch bald kommen. Also es sind coole Sachen am Start, die bald alle online kommen. Freut euch drauf und ja. Viel Spaß mit anderen Videos. Macht es gut. Ciao.